Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Dead Rising 4. Wir mussten in der letzten Folge Hammond von Tom befreien, denn Tom hatte Hammond entführt und einen Bunker angreifen lassen. Und dadurch wurden die Überlebenden sogar, naja, ziemlich schwer erwischt, kann man sagen. Also einige unserer Leute, die wir kennengelernt haben am Anfang des Spiels, waren dort vorzufinden. Und wir konnten nach einem schweren Bosskampf Hammond und ein paar seiner Leute eliminieren. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall in die Kanalisation gelangen. Denn wir müssen, ich weiß gerade nicht, wie der Typ heißt. Kann man das hier irgendwie sehen? Ja, mehr steht hier gerade nicht. Also kann ich euch gerade nicht sagen. Aber auf jeden Fall müssen wir jemanden eliminieren, ne? Weil wir die Festplatte brauchen, um zu wissen, was hier vorgefallen ist. Und die ganzen Leichen liegen hier natürlich immer noch rum. Macht hier keiner sauber oder was? Was soll der Scheiß? Da platzt ihm der Schädel vor Freude. So muss es sein. Wow, wo kommen die denn gerade her? Oh, ich habe noch ein Feuerschwert. Ein Brecheisen, hier, komm. Oh, ho, 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 ho. Oh, ich kann jetzt 6 Waffen mitnehmen, warte mal. Blastern von gestern. Ist das eine Waffe? Ja, die habe ich da mal fallen lassen, so wie das aussieht. Also das Spiel speichert sogar ab, wenn man hier irgendwas rumliegen lässt. Nice. Dann werden wir gleich sehen, ob wir irgendwas ausrichten können gegen den einen Psychopathen. Okay, pistolentechnisch sieht es auch ganz gut aus. Und oh, hier sind überall Kratzer an den Wänden. Hallo, Mann, Junge, nimm mal eine andere Waffe. Hier genau das Brecheisen. Oh Mann. Kann man das öffnen? Splitterschuss. Oh, das ist eine seltene Waffe. Ach ja, das sind die Sachen, die ich mir gekauft habe. Also lagern die in so ein Ding drin. Verstehe. Also in so ein Schränken. Ich habe mich gewundert, wo ein paar Waffen verschwunden sind. Die ich gekauft habe und dann ausmachen musste. Ja. Und auf einmal sind sie wieder hier. Ich werde bestimmt gleich gegen den Typen kämpfen müssen. Wie auch immer der heißt. Könnte also sein, dass die Folge schneller endet, als wir gucken können. Oder aber es geht natürlich noch weiter. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Bleirohr. Jetzt sind wir wie Mr. Freeman unterwegs. Oder ich nehme gleich ein Schild und eine Axt mit. Ich renne an euch vorbei. Ich renne an euch vorbei. Und hier geht's rein. Ach, war ja klar. Auf jeden Fall scheint er hier zu sein. Hier, ich hab was für euch. Wenn die von ihnen irgendwie kontrolliert werden? War klar, ne, du Sack. Dass du mich erwischen würdest. Seh nix! Warum dreht er eigentlich die Kamera nicht von alleine? Manchmal macht er das, manchmal macht er das nicht. Also, Bomben, wo wollt ihr am liebsten explodieren?
Irgendwo hier am besten. Wahrscheinlich zumindest. Bingo! Und es hat Boom gemacht. Wenn Calder das nicht gehört hat, dann ist er nicht nur hässlich, sondern auch taub. Und dämlich. Okay, warte mal, ich muss mal einen Schluck trinken. Einen Schluck trinken, wenn ich so. Genau, Calder war das. Ist auch ein Name. Okay, ich sehe nichts, ne? Überhaupt gar nichts und ich habe keinen Snack mehr. Oh, Medikit. Und eine Schrotflinte. Ja, komm, haben wir mehr Schuss. Jetzt will ich nur kurz gucken, ob ich denn hier auch was sehen kann, ne? Denn völlig blind will ich nirgendwo reinrennen. Ups. Da wollte er sich gerade nicht drehen. Von all meinen schlechten Ideen ist das ja definitiv die mit Abstand schlechteste. Glaubst du? Oh nee, ich höre was. Ach. Will ich da rein? Komm, bring um. Genau, bring ihn um. Oh, hier haben wir ein Mobiltelefon. Kannst du mal. Danke. Da haben wir ein Brecheisen, hier haben wir noch einen Orangensaft. Ich nehme eine Limo mit. Technikerschlüssel. Nice. Gut, dass wir hier lang gelaufen sind. Caller, du Idiot. Alter, es sieht so krank aus hier. Da rein. Oh ne, jetzt kommt bloß nicht auf mich zugerannt, Mann. Huhuhu. Also ganz ehrlich, es gibt hier zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. Ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Heilige Scheiße. Heilige alte Scheiße. Alte Scheiße, heilige. Alter, da musste ich erstmal einen Screenshot von machen. Bowie-Messer. Alter, der hat alle Soldaten platt gemacht. Also ich dachte gerade, der wäre Kohle. Aber nee, ist nur ein Licht. Oh nee. Ich will, dass du stirbst. Geht doch. Alter Falter, Mann. Fleischbrocken. Was soll ich mit einem Fleischbrocken? Soll ich damit den Gegner kitzeln? Oh, ich seh nix. Boah, ist das Kacke, Alter. Ich hab's doch gerade gemacht, Mann.
Also das ist so schrecklich. Also ganz ehrlich, das finde ich an dem Spiel richtig scheiße. Der Mike, genau das. Okay, jetzt funktioniert es mal. Wahrscheinlich Vorführeffekt. Das mal funktioniert. Au! Alter, du bist ein kleiner Drecksack. Anstatt er den gleich automatisch anvisiert. Oh, das habe ich an bei anderen Spielen geiler gefunden. Definitiv geiler gefunden. Gibt es hier noch irgendwo was zum Naschen? Machete. Oh, Grillrippchen. Ich würde die zwar nicht mehr essen, aber... Naja. Das soll mal Frank seine Sorge sein. Da geht nicht rein. Auch wenn da vielleicht wieder ein Telefon oder so rumhängt. Scheiße, ist das dunkel hier. Ich kann meinen eigenen Sack nicht sehen. Oh Mann. Schlafen die etwa? Wahrscheinlich. Es kann nicht besser. Was ist da los? Bist du noch da? Schnauze. Wie schalte ich dieses Ding aus? Frank, pass auf, die Evakuierung läuft an. Es gibt Neuigkeiten. Nein, scheiß auf die Neuigkeiten! Verdammt nochmal! Da, ich hab noch was für euch. Eine Schrotflinte in die Fresse. Oh, sind doch viel zu viele jetzt hier mal. So ein Dreck. Och man. Drück aus Versehen die falsche Taste. Ist ja ein schön stark, das Ding. Könntest du doch mal bitte krepieren oder so? Ey, ich finde es so scheiße gemacht. Och man, ey, Alter, ist so scheiße. Ich hab vor allen Dingen nix. Keine Granaten, kein gar nix. Seid mit einem Schraubenschlüssel. Soll ich vielleicht versuchen, die Motorhaube zu richten oder was? Bringt ja viel in dem Spiel, ne? Okay, der ist auch tot. Dann drücken wir mal weiter vor. Dass die mich im Dunkeln sehen können. Was war denn das jetzt für? Ich sehe nichts. Hallo, ich sehe nichts. Oh, das kotzt mich an dem Spiel richtig hart an, ey. Alter, was ist das für ein Schwachsinn?
Hier. Ey, warum? Was ist denn für ein Scheiß, ey? Alter, ist das Spiel vielleicht verbuggt oder was? Boah, es ist dumm teilweise. Ja, natürlich, hier liegt auch wieder irgendwo ein Mobiltelefon rum. Ja, jetzt habe ich die erstmal ausgetauscht. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, er macht nicht mehr Witz. Na gut. Da hatte wohl jemand Bock auf Kekse. Caller wartet. Gehst du durch diese Tür, kannst du Willamette nicht mehr erkunden. Wow. Das heißt also, hier würde dann das Spiel enden. Verstehe. Ja, was gibt's denn noch? Also an sich gibt's nur noch diese Irren. Und sonst gibt's hier eigentlich nichts mehr. Ich habe ja schon alles Mögliche mir angeguckt. Und alle kann man halt auch nicht retten. Ich bräuchte halt nur schnell einen Schluck, wa? Ich weiß auch nicht, ob da ja, direkt danach der oder einer der DLC startet. Mobiltelefon. Briefe an Santa. Geil. Propangasflasche. Ja, die wäre schon geil. Aber ich bräuchte was zum Naschen. Egal, Leute. Wir gehen da jetzt durch. Bekämpfen den Sack. Und dann machen wir halt aus. Ha, interessant. Okay, komm, machen wir jetzt. Noch einen Schluck trinken, bevor es losgeht. Und ihr solltet euch jetzt Popcorn holen oder nichts trinken. Wenn ich mich aufrege, könnte das sein, dass er sonst anfängt zu feiern oder so. Dann wollen wir mal gucken. Ist der mit ihm nicht um? Zur Maus. Und die Maus wird zur Ratte. Ratte wird Fuchs. Fuchs wird Wolf. So weiter und so weiter. So wird die Kette gesprengt. Wow, das ist mir neu. Was ist mit dem Mensch? Er bleibt. Lebt. Tötet. Verbrennt. Vergiftet das Meer, zerreißt den Himmel. Das Alter rafft ihn dahin. Aber bald wird er das auch überwinden. Wir bestehen aus Mördern. Diese Hände gehörten einem Menschen. Doch nun. Moment, nein. Sind sie besser? Hey, Cäsar! Oh, Scheiße, er ist sauer. Ja, ich weiß, Großer. Ich brauche diese Festplatte und dann muss ich mit intaktem Gesicht hier rauskommen. What the fuck, Alter? Brett, ich habe die Festplatte. Bin auf dem Weg, holt mich ab. Brett. Oh, Scheiße. Muss hier raus. Geh doch mal raus, Junge.
Oh. Das soll doch wohl ein Scherz sein. Ist klar. Feuerzombies! Beschissene Feuerzombies! Mann, ich hab jetzt keine Zeit dafür. Kannst du jetzt auch mal durchgehen oder was? Boah, Alter, er kann mir noch nicht mal wegschubsen, die Zombies. Ich habe auch gleich nichts mehr zum Heilen. Ach, gib mal. Hör auf, mich mit Zeug zu bewerfen! Das nervt! Ey, du, jetzt bin ich hier auf den Sack. Und nun stirb, Alter! Mein Gott, es ist zu übertrieben! Es hätten nur ein paar weniger Zombies hier gut getan. Wenn ich das überlebe, werde ich den Rest meines Lebens ganz brav sein. Lass mich bitte, 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 bitte nicht draufgehen! Bitte, 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 bitte! Boah, ey, es ist so... Schieb's dir in den Arsch, Calder! Oh Gott, war nicht so gemeint! Ich hab nicht mal was zum Heilen. Mein Gott! Schnell raus hier! Ihr kommt bestimmt trotzdem durch. Oder auch nicht. Weit bringen. Direkt auf das Titelblatt der Times. Frank. Hi. Gib sie mir. Los jetzt! Nancy, ich... Na komm. Okay. Das wirst du nicht an den höchsten Bieter verscherbeln. Diesmal tun wir das Richtige. Ja, red dir das ruhig ein. Weg von der Festplatte. Jetzt! Sorry, Frank. Ciao. Also, was? Kein Minigolf mehr? Hammond brauchte mich. Ihr Tyrann hatte sich in einen Psychopathen verwandelt. Wir schalteten ihn aus und Hammond sorgte dafür, dass das auch so blieb. Im Gegenzug schenkte mir Hammond ihre wertvolle Freundschaft. Und darüber hinaus eine Bombe, um in Calders Versteck zu gelangen. Die Kanalisation. Calder und seine gruselig schlauen Zombies hatten sie in eine gespenstische Höhle verwandelt. Und Calder selbst kann sprechen. Was immer er jetzt auch ist, eine gute Portion Psycho ist da immer noch übrig. Ich habe mir die Beweise geschnappt und bin abgehauen. Und das wäre das Ende unserer Geschichte gewesen. Frank West, Retter von Willamette. Mal wieder. Vic Chu. Diebin. Höllenbrot. Sie stahl meine Beweise mit vorgehaltener Waffe. Und jetzt ist sie dran. Ja, ich glaube, wir werden doch noch ein bisschen länger brauchen. Was? Stativzepper? Oh.
Interessant. Frank, was ist los? Rick hat die Kamera mit den Beweisen geklaut. Was? Dann hol sie zurück. Spitzen-Tipp, Red. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel konnte doch noch ein bisschen länger sein, als ich erwartet habe. Weiß jetzt nicht, dass es unbedingt schlimm ist, aber... Oh, Vorschlaghammer. Es ist doch nicht vorbei, Frischling! Fick dich, Frank! Ich fick dich gleich! So ein Käse, Alter. Lass mich auf! Und Feuer! Kann ich sie nicht erschießen? Gib mir die Kamera! Hau, gib sie mir, du blöde Schnäpfe. Die ist so arschig, die Olle. Oh, und dann kannst du nicht mal besonders schnell und lange rennen, Alter. Das geht mir noch auf den Sack. Scheiße. Weg. Jetzt hast du aber ein großes Problem. Also noch ein großes Problem. Ey, Schätzchen, wisst ihr? Ich habe eine Waffe in der Hand und die wartet nur darauf, genutzt zu werden. Mann, er hat auch keine Ausdauer, der Typ, ne? Und jedes Mal schadet mich diese Pisse. Brad! Ich brauche deine Hilfe! Rick ist auf dem Weg durch die Caribbean Cove! Einen Augenblick! Na oben, du kannst sie an der Kichiro Plaza abfangen. Kichiro Plaza, die Beweise sind mein. Oh, Scheiß, ja. Nur spielen! Oh, Kacke. Wäre besser, du weißt, was du tust, Vic! Scheiße, nein! Hau ab! Vic! Oh Gott. Wer weiß, was jetzt passiert, Leute. Mick! Hey! Kennst du mich noch? Hab gehofft, dass wir drüber reden können. Du versteckst dich hinter Glas! Nimmst alles, was du siehst. Willst dies, raubst das. Alles gehört dir. Gib's nicht zurück. Also gut. Etwas dramatisch, aber okay. Ich kann es besser. Morgen früh. Du gibst mir die Kamera zurück. Morgen bin ich ein neuer Mann, versprochen. Du bist Teil der Kette, Frank West. Und ich muss sie brechen. Nein, du wirst schon passiert. Oh Gott, ich hasse dich. Okay. Weißt du was? Du hast meine Studenten verletzt. Du hast meine Story geklaut. Und jetzt hast du auch noch meine Lieblingskamera zerstört. Also dann, Frank West versus Zombie First. Leg mir los, du Spinner. Alles okay, Vic? Vic, wo willst du denn hin? Sie lässt mich stehen. Schon wieder. Alter, was ist das denn für ein kranker Vogel? Hörst du mich? Vic, wo bist du? Im Kontrollraum. Wie sieht's da unten aus? Bist du okay?
Du sorgst dich. Ist ja rührend. Geh zum Wellnessbad. Ich habe die Tür für dich aufgemacht. Ja, ein kleines Bad würde mir gut tun. Nicht frech werden, bitte. Wir alle sterben allein, Franklin. Ja? Dann du zuerst. Ja, gut gemacht, Kleiner. Wir bereiten dem ein Ende, Frank. Genau. Jetzt hau ich dich zu frei. Wow. Ich hab alles erfüllt. Irgendwie brauche ich ein bisschen Medizin. Oh, danke. Und noch ein Rosensaft. Oh ja. Setzen. Hier. Oh. Ich lag in riesigen Tempo. Frank, alles okay bei dir? Er lädt sich wieder auf. Er kann aufladen. Er kann Strom zum Wiederaufladen abzapfen. Das hat er schon mal gemacht. Oh Mann, das ist einfach nicht fair. Sorgen wir für Chancengleichheit. Ich habe einen Plan. Oh Mann, ey, also wirklich. Ich hau euch alle klitzeklein. Und der auch noch. Oh. Was? Ach nein! Schlecht gelernt! Gibt's ja noch mehr! Ja, wenn das ja auch immer noch viel stärker ist, oder täuscht es? Hier! Au! Au! Ach ja, bist du der harte Typ hier? Anscheinend ist er härter als du, ja. Perfekt! Perfekt! Nimm den Orangensaft! Das ist so dumm, Alter. Die, ich wollte gerade sagen, Alter, wenn die Tanne jetzt kaputt gegangen wäre, ne, dann leck mich am Popo. Also bitte, nicht auf. Ich habe auch nichts zum Werfen oder so. Ich werde ja selber auch krepiert, ja. Oder Schaden nimmt. Ich muss mich aufladen, dam dam. Ach ja, er kann sich wieder erholen. Alter, das ist dumm. Weg? Oh, Vic 2, die Meisterstrategin! Oh, ey, es geht mir so auf den Sack. Na ja, klar! Ja.
Nimm noch mal die Scheiße da auf, Alter! Ich dreh den Saft ab! Mach dich bereit! Mann, du sollst den Weihnachtsbaum nehmen, ey, das ist... Und es ist bestimmt nichts mehr da, ne? Ja, keine Heilung mehr. Doch, einmal haben wir noch. Mein Gott, Alter, ihr geht mir so auf den Sack. Ja, scheiße! Klingt, als wäre was zu ihm durchgedrungen. Ja, dachte mir, dass dir das gefällt. Frank, pass auf! Hör auf zu brüllen! Warum haben wir uns nicht früher zusammengerissen? Weil du ein Chef-Egoist bist. Klar, und du eine Perle der Selbstgerechtigkeit. Danke. Bitte. Ja, ja, du bist groß und böse! Bist du übertrieben, wie hoch der und weit vor allen Dingen erspringen kann? Kann ich den jetzt auch mal greifen oder so? Gleich habe ich den kleinen Spacken. Aber ich muss die Feuer vielleicht noch heilen. Ja, ja, du bist groß und böse. Ich hab einen Energy Drink, Mann. Oh, der und deine scheiß Granaten. Es ist kein bisschen übertrieben. Ey, willst du mich jetzt langsam wirklich verarschen? Im Weg. Na, hast du Spaß? Erstaunlich viel. Kann doch gleichzeitig elektrischen Strom schießen. Oh, es ist so dumm teilweise. Also ganz ehrlich, was ich nicht mag, ist, dass es gleich so viele Zombies sein müssen. Da hätten weniger auch gereicht. Nimm noch mal was. Ah, warte mal, da haben wir noch was. Schade, er lädt den Rest nicht auf. Was muss ich denn überhaupt machen, Alter? So, ich muss die Zombies bekämpfen. Dann machen wir das mal. Abgang! Und es kommen noch mehr. Funktioniert ja wirklich! Ja, fast so, als hätte ich das genauso geplant! Auf dich und deinen Tag, Kasmus ist wirklich verlassen! Scheiße! Den letzten Generator muss ich wohl manuell überladen! Was? Verrückt geworden? Mein Lehrmeister, Frank West!
Ja, Mann! Gib's dir mit elektrischem Strom! Fans sind ja ganz nett, aber... Brauch ich denn noch einen Orangensaft? Hier war doch noch irgendwo Hi, Hilo. Ja, so. Vielleicht gibt mir die Energie aus. Dafür wirst du bezahlen. Jetzt kannst du sterben, Junge. Der Typ geht mir so auf die Eier. Was machst du denn da? Ich prüge darauf ein. Wieder anfangen. Kann ich auch das aufnehmen? Nein, nein, nein. Es ist so dumm. So Leute, ich muss mal ganz kurz die Folge cutten, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder zurück. Es sollte jetzt der Endkampf sein und hoffentlich schaffen wir das auch, ne? Der Korda ist ein kleines, mieses Arschloch. Kannst du jetzt auch mal die Geschenke aufmachen? Oder darf ich keine Ausrüstung tragen? Also, ich meine jetzt... Er ist ja gleich kaputt, den Kneik. Verdammt, sei vorsichtig! Alter, geile Handschuhe. Okay. Vic! Oh Gott, komm schon, Kleine, komm. Red!
Du musst zum Kichiro Plaza. Ich brauche medizinische Hilfe. Okay, na los, bleib bei mir, Kleine. Bleib bei mir. Kennt man den Geschenken eine Scheiße, man sieht die Figur nicht. Aber gut. Calder? Alles okay. Er ist Geschichte. Aber wir haben alles verloren. Kamera, Arnabys Server wurden gelöscht und du hast die Festplatte zerfetzt, also... Naja, du wolltest doch nicht wirklich auf mich schießen, oder? Zumindest nicht in den Kopf. Ah, ja, so ins Bein. Ja, das könnte man wohl sagen. Zugegeben, ich verdiene es. Pass auf, wenn es nochmal so weit kommen sollte, zähl bitte auf das Richtige, ja? Das hält so nichts zu gebrauchen. Frank. Ich. Das tut mir wirklich leid. Keine Sorge, hab Schlimmeres erlebt. Das wirst du auch. Die Art von Scheiße, die man als guter Journalist durchmachen muss, richtig? Und wenn man eine großartige Journalistin wäre? Was ist das? Eine SD-Karte. Aus deiner Kamera. Hast du sie ausgenommen? Ja. Bevor sie explodierte? Mhm. Nimm. Willst du dafür? Meine Güte. Na, ehrlich. Ich gebe dir alles. Okay. Ich will diese Story. Mein Text, deine Bilder. Eine Mediensensation. Zusammen. 50-50. Ja. 50-50. Das klingt doch gut. Bloß Minigolf. Oh Mann, bloß kein Minigolf. Ja, okay. Minigolf. Also, Ende gut, alles gut. So, nach eurer Versöhnung müssen wir jetzt zum Treffpunkt, damit sie uns hier rausholen können. Da sage ich nicht nein! Schnappt euch ein paar Waffen und sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ja, wie kann ich jetzt... Och man, no! Hey, warte mal. Da ist ein Medikit. Cool, tatsächlich Dodes. Ich weiß es ja nicht. Elektroschocker, hier komm, nimm nochmal die E-Gitarre. Wir sind full, oder? Eigentlich nicht, aber... Warte mal, hier müsste noch irgendwo... noch eine Schusswaffe sein. Oh, schwebende Laterne? Sushi. Die Musik ist so geil. Ich hoffe, hier ist eine Waffe drin. Oh nö! Ist das ein Bogen? Nein! Katana-Schwert! Alter, jetzt sind wir unaufhaltsam. Denn ich habe ein Katana! Nee, mir fehlt aber noch was. Ich brauche eigentlich ein paar Schusswaffen. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen. 4 Wochen? Ich fasse es nicht. Ja, und immer noch am Leben. Willst du mir jetzt sagen, dass ich schon tot war oder was? Nee, das muss ich erst mal beweisen.
Oh Gott. Komm, nehmen wir einfach weiter. Weil irgendwie finde ich hier keine Schusswaffe. Ich mache jetzt das Tor auf. Naja, komm, mach. Und? Hat sich deine Herzgröße dieses Weihnachten verdreifacht, Frank? Na komm, wir sind quitt, oder? Sind wir quitt? Bringen wir die Story raus. Retten die Welt. Dann sind wir quitt. Zuallererst müssen wir raus aus Willamette. Dann mal los. Oho. Der Molotow-Cocktail. Ey, warte mal. Ich will ja noch nicht gleich meinen... Genau, rennt einfach weiter. Wisst ihr? Kämpft die gerade mit der Schusswaffe? Naja, da, ich mach Nahkampfangriff. Das Erdgeschoss ist... Da vorne. Wir kommen über die Skybridge raus. Ja. Okay. So, Miss Chu. Normalerweise müsste ich dich für den ganzen Scheiß einbuchten. Dafür musst du mich erstmal kriegen, Oberbulle. Meine Güte. Denkst du, man kann ohne Guerillataktik Journalist sein? Kommt drauf an. Denkst du, die Regierung wird auf uns zu ruinieren? Touché! Also im Spiel und der Realität auf jeden Fall nicht. Die klingen nicht besonders glücklich. Wo ist denn der Schuh, Alter? Mach Tinne! Der Helikopter holt uns auf dem Dach des Parkhauses ab. Gleich bei der Skybridge. Oh, wie überaus praktisch! Ey, und ich kann mir vorstellen, dass da noch richtig die Kacke abgehen wird. Haben auch alle ein Souvenir mitgenommen? Wenn PTBS zählt, ja. Bei mir schon. Ich glaube, die sind ziemlich angepisst. Ah, ich glaube auch. Komm schon! Dachte, wir wollten zur Skybridge. Ach, Mann. Aus jetzt hier, nicht nur aufhalten. Komm, mach King Gangbang hier. Ich brauche eine Sekunde für die Tür. Nein, nein, nein! Eine Sekunde ist schon zu viel. Ey, klar. Ja, was ist denn jetzt passiert? Bitte sag, dass er für uns ist. Ich brauche einen Wodka und einen Whisky. Scheiße! Hochziehen! Zieh hoch! Heilige Scheiße! Helikopter 1 am Boden, müssen evakuiert werden. Jetzt! Oh, fuck! Wir haben Besuch! Oh nein, nein, nein! Oh doch. Was, so lange müssen wir jetzt überleben? Ich hab ein Granitchen. Beschäftigt sie. Ich krieg die schon auf. Jo, klar, können wir machen. Kein Ding, Mann. Ich mach den Alt alleine. Ich hab noch Granate. Und kick mal noch eine. Alter, 5 Minuten, ne? Das ist ein Arsch voll Zeit. Bewegt euch! Nach oben, rauf! Hurtig! Hurtig! Verliert die Spur nicht! Hurtig, hurtig! Oh nein, Brad, das ist eine Todesfalle!
Vorräte haben wir. Wir könnten die Stellung halten. Der nächste Helikopter wird es auch nicht schaffen. Meine Leute werden uns hier rausholen. Versprochen. Ja, wollen wir mal hoffen. Boah. Ey, von wo kommen die denn überhaupt eigentlich angeschissen? Von überall angeschissen, Mann. Professor? Ja, Vic? Bevor wir sterben, wollte ich noch sagen, dass eine Studie über das US-Seuchenmanagement nach dem Kalten Krieg großer Mist war. Klappe halten und Zombies töten! Komm! Oh Gott! Es kommen immer mehr! Dann schalt auf Dauerfeuer! Es wühlt ja schon wieder da rum! Das sieht nicht gut aus, Brad! Hört schon! Wir werden es schaffen! Dann schaff's schneller! Weiß ich genauso. Ach komm, wir haben den ganzen Tag Zeit hier. Ist doch nichts los. Vic geht's gut, mir geht's gut. Brad geht's gut, alles gut. Es war zu viel gut, aber ist mir egal. Los, los! Alter, ich bin gerade erschrocken. Ja. Wird immer schlimmer statt besser. Sackgasse! Ah, verdammt! Ich weiß, wie der Film endet! Komm, ich brauche noch einen Orangensaft. Oh ja. Wir sind geliefert. Wo bleibt der blöde Chopper? Durchhalten. Wir schaffen das. Ach ja, gut zu wissen. Ah, wirklich, ne? Alter Mann, was ist denn hier los? Ey, schlag nur noch überall drauf ein und dann ist gut. Ich will hier aber nicht sterben, verdammt! Das wird auch nicht passieren. Mann, nimm doch mal den Orangensaft, Junge! Mann! Warum spielt ihr da eigentlich rum, Alter? Was soll denn immer die Pisse? Da willst du den retten und dann geht das nicht. Warum stirbst du nicht? Haltet aus, gleich hab ich's. Oh Gott. Man, ich kann mich nicht um alles kümmern, Alter. Was ist denn das? Frank! Bin gleich da! Ey, ich drehe hier gleich am Rad, wirklich. Ich brauche dich, Frank! Reiß dich zusammen! Ey, ich drehe hier gleich am Rad, aber wirklich hart. Lass mich! Nimm doch mal eine Waffe, Alter! Es sind zu viele! Immer mit der Ruhe! Hilfe! Der ist gleich tot, Alter. Was soll denn das? Ey, ich kann nichts machen. Ja.
Nimm nochmal Heilung! Offen! Ja. Bewegung! Los! Alter! Alter, er hat's gemacht, um sie zu retten. Frank! Tja. Wenn es nach Frank ginge, wäre die Story jetzt zu Ende. Er würde als Held sterben und sich zum Wohl seiner Freunde opfern. Dann gäbe es keinen Grund, den ganzen Wahnsinn in den Monaten danach zu verfolgen. Aber Frank ist nicht hier, um die Geschichte zu erzählen und sie wie immer mit pikanten Details auszuschmücken. Ich frage mich, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn er sie später erzählt hätte. Hätte er Fontana im direkten Duell besiegt, sich nicht mit der fiesen Dr. Blackburn zusammengetan, eine Romanze mit der Technikerin der Stadt angefangen? Sein zweites Buch wäre wahrscheinlich auch ein Hit geworden. Aber Frank ist nicht hier. Also erzähle ich seine Geschichte. Ob er es gewollt hätte oder nicht. Und ich finde, Wahrheit ist besser als Fiktion. Okay. Ja, wir haben annähernd 20 Spielstunden gebraucht. Das ist schon eine ordentliche Länge für ein Einzelspieler-Game. Tode habe ich insgesamt 3. Zero Execute und Goldbarren. Oh, geil. Ja, Leute, damit haben wir das normale Dead Rising 4 auf jeden Fall durchgespielt. Ich fand's an sich ja nicht schlecht. Also es hatte Spaß gemacht auf jeden Fall. Es gab auch eine große Anzahl von Zombies. Die Grafik fand ich jetzt nicht ganz so beeindruckend, aber gut. Dafür mussten ja auch sehr viele Zombies dargestellt werden. Also kann man da schon mal eine Ausnahme machen. Die Geschichte war sehr, sehr verwirrend, hat aber, glaube ich, einen Sinn ergeben. Die Musik war, naja, die ganze Weihnachtsmusik geht mir irgendwann auf den Sack, aber trotzdem hat Spaß gemacht, die auch sich anzuhören. Aber leider gibt es so ein paar Sachen, die mir missfallen haben. Also zum Beispiel, ja, wenn dich ein Zombie gegriffen hat, manchmal, selbst wenn du auf 3 gedrückt hast, hat er nicht sich gewehrt. Ja, manchmal waren es auch zu viele Zombies und die Waffen gingen teilweise auch viel zu schnell kaputt, aber gut. Trotzdem war es ein ziemlich gutes Spiel, auch wenn jetzt das Negative wahrscheinlich mehr ausgestrahlt hat als das Positive. So fand ich die Spiellänge in Ordnung, also sehr, sehr lang sogar, wir haben ja noch DLCs. Und es gab eine große Anzahl von Fahrzeugen und Waffen, das ist auch wieder positiv, also überwiegt jetzt das Positive wieder. Guti, dann wisst ihr erstmal so was beschädigt, muss jetzt mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich auf Fortfahren drücke.
Beginnt das Spiel gleich von vorn? Ja, schade, dass Frank jetzt natürlich tot ist. Es gibt natürlich noch Super Ultra Dead Rising 4 Minigolf. Oder Frank steht auf. Also das spielt jetzt übrigens, nachdem Frank, glaube ich, gestorben ist. Aber das spielen wir, wenn erst, vielleicht bei der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Wenn nicht, müssen wir ein anderes Spiel spielen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei einer nächsten Folge oder bei einem neuen Projekt. Mal gucken. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.